Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Space mit Katze. Hi. Und wir sind gerade auf dem Rückweg von unserer Quarry, die leider nicht weitergearbeitet hat, weil sie keine Kohle gefunden hat in der Zeit, zu unserer Base. Wir müssen da jetzt ein bisschen Holzkohle suchen, damit wir wenigstens unsere Quarry nochmal ein bisschen zum Laufen bringen, damit wir ein paar Erze haben. Und ja, das ist auch schon das ganze Geheimnis dahinter. Ausleuchten, Lars. Cool. Glocke wurde von jemandem fast umgebracht, weil sie nicht ausgeleuchtet haben. Cool. Ja, ist keine Schadenfreude. Ist nur so ein uralt Problem, das man irgendwie immer hat. Oh, hier sind noch unsere ganzen Erzis drin, die wir gebrannt haben. Ja, das sind definitiv unsere. Ja, und da sind auch ein paar gute dabei, wenn ich das mal so sagen kann. Das bedeutet, wir sollten uns eventuell, damit wir mehr Charcoal in der Zukunft haben wieder, ein wenig darauf beschränken, dass wir unsere Charcoal oder unsere Kohle jetzt auch noch irgendwann mal zusammengefarmt bekommen. Wir sollten unsere Quarry wieder zum Laufen bringen und dann sollten wir eventuell hier ein paar Improvements oder wann leck hier ein paar Improvements machen und eventuell mal anfangen mit ein paar Advanced Rocketry Maschinen. Um das machen zu können, brauchen wir aber Energiekabel von Advanced Rocketry und soweit ich weiß, hat Spark die in dem Shop dort für... Hallo Creeper, für Emeralds reingemacht. Bedeutet, wir haben keine Emeralds, bedeutet, wir haben ein Problem. Das bedeutet, wir müssen irgendwo irgendwelche Villager finden, die mit uns Emeralds handeln. Wo wir wohl Villager finden? Ich weiß nicht. Vielleicht bei Spark? Ich weiß nicht. Ich werde auf jeden Fall mal vorbeischauen. Wir werden auf jeden Fall die Quarry jetzt anmachen. Ich werde ein bisschen rumschauen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Menschen, wir haben eine Mission. Ich war gerade eben ein paar Stunden lang farmen, wenn man es so möchte. Und mit Farmen meine ich, dass ich hier in der Stadt Sachen gelootet habe, wo andere Leute noch nicht waren. Also wir haben endlich Sachen bekommen. Und ihr seht da vorne ein X. Ich habe nämlich Raketen gefunden, die mit Feuerwerkskörpern, Feuerwerkssternen versehen waren. Bin damit senkrecht gestartet mit meiner Elytra und habe leider vergessen, dass solche Feuerwerkskörper, wenn sie in dir explodieren, also wenn du senkrecht nach oben fliegst, kommen die dir ja nach erstmal eine kurze Zeit. Und diese netten kleinen Dinger können dich dann in der Luft zerfetzen. Und das habe ich nicht bedacht. Und da liegen jetzt mehrere Stacks Iron-Blöcke. Ich glaube, 2 Stacks Iron-Blöcke. Fast ein kompletter Stack Gold-Blöcke. Ungefähr ein Stack Diamanten. 2 Stack Emeralds und so weiter und so fort. Das liegt alles da vorne in der Stadt. Und das Problem ist, wir sind in der Luft explodiert. Das bedeutet, wir werden niemals alles kriegen. Unsere Elytra müsste da auch noch irgendwo dabei sein. Also ist unsere Aufgabe jetzt zu versuchen, herauszufinden, wie wir an das Zeug rankommen. Das Problem ist, es wird auch auf Dächern von irgendwelchen Gebäuden liegen. Und das ist für uns gerade relativ schlecht, denn wir kommen auf die Dächer nicht drauf ohne Elytra. Upsala. So, hier waren wir auf jeden Fall schon irgendwann nochmal. Da geht es eine Rechtskurve. Da können wir rechts weiter, oder? Ja. Wunderbar. Ich hoffe, dass das Zeug noch nicht despawned ist, weil eigentlich müsste der Chunk, sobald ich tot war, ja entladen worden sein. Und es dürfte dort keiner in der Nähe wohnen. Sonst hätte ich jemanden auf der Minimap gesehen. Und es war auch sonst nur Lars auf dem Server. Ich glaube nicht, dass der gerade genau an der Stelle Gassi geht. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, dass unser Zeug schon längst komplett weg ist. Das wäre sehr, sehr schade. Weil auch die Elytra von Sparky und so weiter fand ich eigentlich sehr, sehr toll. Aber die Möglichkeit existiert halt, ne? Wollte ich nur erwähnt haben. So. Wir versuchen... Oh nein, darüber. So. Meine Katze Fissis. Da vorne, noch 600 Meter. Und dann sind wir da, wo wir gestärpselt sind. Nicht mehr so lange. Hier müsste der Weg sein, den wir langlaufen können. Ja, da ist er. Und den müssten wir theoretisch lang sprinten, denn sonst machen Creeper Bumm. Und die sind doof, wenn die Bumm machen. Mann, oh Mann, oh Mann. Da oben hat es mich zerfetzt, Menschen. Guckt mal, da oben hat es mich zerfetzt. Mann, oh. Bisschen mehr Düsen. Gib doch mal Gummi jetzt. Komm. Wupp, 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 wupp. Oh Mann, das ist super buggy, wenn man neben Zäunen sprintet. Oh Mann, oh. 400 Meter in die Richtung noch. Warum nehme ich das jetzt ins Video rein? Naja, im Endeffekt waren das gerade ungefähr 1,5 Stunden Looting. Oder 2 Stunden Looting. Offscreen, einfach weil Looting super langweilig ist und da ist eine Spinne und das ist jetzt super schlecht, weil ich habe keine Waffen und ich kann hier unten auch nichts machen und da ist ein Creeper.
Und ich möchte diese 2,5 Stunden natürlich trotzdem irgendwie für das Video verwenden können. Und nicht, dass jetzt gleich so aussieht, ja, da ist was Doofes passiert, meine Items waren weg. Wollte ich jetzt mal ganz kurz gucken, ob wir eine Rettungsmission für die Items machen können. Ja. In der Hoffnung, dass wir das natürlich können. Oh, was ist hier? Die Mall war das, oder? Ja, die Mall war das. Die Mall ist übrigens gar nicht so geil, wie immer alle gesagt haben. Oder schon komplett gelootet, oder beides. Kann ich euch gar nicht genau sagen. Bin da oben explodiert. Das bedeutet, meine Items müssten in alle Winde verstreut sein. Oh, das sieht aus wie ein Friedhof. Na, lasst uns mal lieber gerade kein Grabplünderer sein. Ich glaube, das könnte Ärger geben. Da Gräber plündern ist, glaube ich, nicht so fein. Na, hier liegt ein Ei. Okay, das ist schon mal nicht despawned. Das waren 2 Eichen. Und da oben sind die Rockets, wenn ich mich nicht täusche, oder? Ich hatte hier irgendwo die Rockets, den Punkt für die Rockets. Da sind Beacons. Das ist unser Loot. Oh Mann! Da liegt ja so gut wie alles. Also auf jeden Fall schon mal eine große Menge. Und ich nehme gerade so gut wie nichts auf. Das ist natürlich jetzt praktisch. Oh nein. Also wir haben das Schwert. Wir haben die Emeralds nicht. Wir werden auf dem Gebäude drauf liegen wahrscheinlich. Oder irgendwo. Mano. Okay. Da fehlt uns noch eine Menge. Hier liegen noch Kakteen. Hier liegt unsere Pickaxe. Auch das haben wir alles gekriegt. Hier haben wir wieder ein Eichen. Das war aber nicht von uns. Unsere Elytra fehlt jetzt zum Beispiel komplett gerade. Könnte das Zeug eventuell auf den Bäumen drauf liegen? Oder auf der Bahnstrecke oben? Die Bahnstrecke wäre, glaube ich, eine Möglichkeit. Kommen wir in dem Haus irgendwie aufs Dach? Und zwar schnell. Das hier eins von den Häusern mit dem Aufzug. Ist eins mit dem Aufzug. Kommen wir hier aufs Dach? Es scheint so. Hier oben sind wir gestörpselt irgendwo, oder? Wo ist jetzt unser Todespunkt? Da ist unser Todespunkt. Oder wenn wir irgendwo gestorben sind, dann müssten wir von hier oben sehen, wo wir noch Items... Da oben liegen noch Items von uns. Aber noch keine Elytra und noch kein Teil meiner Rüstung. Hey, ein Teil meiner Rüstung. Aber ich habe ihn nicht aufgehoben. Das ist jetzt gemein. Da ist noch Teil von meinem Futter. Hier ist ein Helm von mir. Hier ist noch mehr Teile von meinem Futter. Hier haben wir noch was. Thompson. Der Outer Ring hier scheint nicht verwendet zu sein. Da sind meine Schuhe. Okay. Also wir haben auf jeden Fall Schuhe und wir haben unseren Helm wieder. Wir hatten sonst nur die Elytra. Und die kann halt auch kaputt gegangen sein dabei. Es wäre halt wirklich möglich. Oder sie liegt halt auf einem von den anderen Gebäuden irgendwo drauf. Und sie wird jetzt gerade nicht... Da vorne liegt noch EP. Wenn hier oben noch EP liegt, dann kann es auch sein, dass hier irgendwo unser Loot liegt noch. Unsere Emeralds fehlen auch noch fast komplett. Was heißt fast komplett? Sie fehlen komplett. Unsere Emeralds sind hier gerade nicht. Wo war der Todespunkt? Hier war der Todespunkt. Wir sind von der Rocket aus gestartet. Wo waren die Rockets? Wo war der Rocketpunkt? Space Station. Death Point. Das sieht aus wie der Rocketpunkt. Das bedeutet, wir sind nach da gefahren, also könnte da drüben noch was liegen. Vielleicht sollten wir jetzt noch kurz eine Kleinigkeit essen, sonst haben wir ein Problem gleich. Ach komm schon, wirklich? Die kompletten Emeralds und meine Elytra sind weg? Das fände ich jetzt gar nicht so fein, wenn ich ehrlich bin. Aber das fände ich überhaupt nicht so fein. Da unten liegt noch was. Hier liegt noch meine Schaufel. Da liegen die Emeralds. Emeraldis. Unsere Pistole. Da liegt unsere Elytra.
Wir haben unsere Lytra wieder. Heiliger Joghurtbecher. Bitte flieg nicht zu weit und nicht gegen irgendein Hausdach. Dankeschön. Da sind unsere Diamanten, da ist der Bogen und die Lederrüstung. Jetzt haben wir aus irgendeinem Grund zu viel. Die Eier sind zum Beispiel zu viel. Die Seeds hier sind zum Beispiel zu viel. Hier sind noch Arrows von uns. Müssen wir ganz kurz gucken. Was davon hatten wir denn hundertprozentig nicht mehr dabei? Ich glaube nichts. All das Zeug hier hatten wir wirklich dabei. Das Problem an der Geschichte ist, diese Fireworks-Körper hier können wir gar nicht in Zukunft verwenden. Die sind gemeingefährlich. Damit sprengen wir uns. Das bedeutet, das ist schon mal nicht gut. Ich glaube, wir haben alles. Wir haben unsere Goldblocks, wir haben unsere Ironblocks, wir haben alles, was ich mitnehmen wollte. Nein, diese zwei Sachen hier sind zu viel. Die habe ich vorhin abgebaut. Die sind zu viel. Hier liegt noch irgendwo Zeugi-Beugi. Aber ich weiß bei bestem Willen nicht, was hier noch fehlt, was ich aufgesammelt hatte, was jetzt nicht mehr da ist. Der Slimeball, den haben wir. Den hat Flocke vorhin gesucht, den braucht man wohl für ein paar Rezepte. Den werden wir wahrscheinlich auch selber brauchen müssen. Also, hier ist unser Todespunkt. Hier vorne irgendwo war unser Rocketpunkt. Müsste der da sein, glaube ich. Also ist die einzige Möglichkeit, die ich noch sehe, dass das irgendwo da vorne runtergekommen ist, das Zeug. Also ich weiß jetzt nicht, wo es ist oder was es ist, was fehlt, aber ich sehe, wir haben unsere Emeralds, unser zweiter Stack Emeralds fehlt. Ja, das ist halt existent, das Problem, dass der jetzt weg ist. Das ärgert mich zwar ein bisschen, aber der ist jetzt wohl hinfort. Gedüst, gedackelt, gedunkt. Aber an den kommen wir auch so nicht mehr ran. Weil Emeralds sind dann doch relativ harte Mangelware bei uns. Aber dann ist das einfach so. Wir haben trotzdem jetzt mehr Items wiedergefunden, als ich gedacht habe. Und mit dem Zeug, das wir hier jetzt im Inventar haben, können wir mal wieder zurückgehen und wenigstens die Query wieder ein bisschen betreiben und so weiter und so fort. Habe ich einen Speedtrank im Inventar? Nee, habe ich nicht. Und ich weiß nicht, ob ich nochmal das Firework verwenden soll. Also ich weiß, dass ich es nicht tun sollte. Die Frage ist, ob ich damit sicher fliegen kann, wenn ich den Schaden irgendwie abfangen kann. Weil das müsste... Au! Das Ding zündet sich bei uns? Okay, also kriegen wir das nicht hin. Das kriegen wir auf gar keinen Fall hin, das zu kompensieren. Okay, dann wissen wir schon mal, was wir tun müssen. Wir müssen nach Hause laufen und sehen wir uns gleich zu Hause. Bis gleich. So, Menschen mit Händen, ich hab Pfoten. Und ihr habt jetzt erstmal die Möglichkeit zu sehen, dass wir einen Wingsuit haben, also unsere Elytra. Und wir können die mit Leder später reparieren, sobald wir die Gegenstände dafür haben. Folgendes, wir werden jetzt einen Observer bauen, wie ihr mir das hundertfach geschrieben habt. Und werden damit unsere Small Press ein wenig automatisieren. Wichtig dabei ist, wir müssen bedenken, die Small Press ist ein bisschen buganfällig. Ich habe neulich mal meinen Client komplett gecrashed mit der Small Press, mit der Button-Taktik, indem ich es geschafft habe, wohl den Button, den Button, den Button, den Button und dann irgendwie die Small Press so falsch anzuklicken, dass sie im extendeten Zustand meinen Client zum Abstürzen gebracht hat. Naja, das passiert schon manchmal, aber nichtsdestotrotz haben wir hier ja irgendwo die Möglichkeit, die Bravidavi hier mit in die Ecke zu stellen irgendwo. Ein Bleistift hier. Darunter machen wir jetzt das Obsidian. Dann hauen wir hier einen Observer hin, der in die Richtung schauen soll. Also genau in die entgegengesetzte Richtung schauen soll. So. Und alles, was er jetzt tun soll, ist das hier machen. Und dann hier Redstone oben drauf. Und theoretisch müsste er das jetzt triggern, wenn es denn ein Erz ist, das es bearbeiten will. Das werden wir auch gleich rausfinden, denn ich werde gleich ein paar Erzis da reinschmeißen, in der Hoffnung, dass es funktionieren tut. Und ja. Also nehmen wir mal unsere Iron Ores und Gold Ores und die werden wir danach nicht brennen,
Wir haben hier auch noch ein paar Dusties drin. Wir sollten ein paar von den Dusts behalten, denn die Dusts sind relativ wichtig für uns eigentlich. Die werden wir jetzt mal da hinstellen und dann gucken wir, ob es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, müssen wir uns eventuell nochmal Nachhilfe in Redstone Aretas holen. Es scheint zu funktionieren. Ja, das scheint mir sehr zu funktionieren. So, das haben wir jetzt automatisiert. Das bedeutet, wir können uns jetzt um den Holo-Projektor kümmern. Der Holo-Projektor von Advanced Rocketry ist mit einer Iron Blade zu machen. Diese ist mit einem Iron Block herzustellen. Des Weiteren brauchen wir dafür Glass Paints und Glowstone. Ich war vorhin im Nether und habe ein bisschen Glowstone gesammelt. Das bedeutet, das ist schon mal nicht das Problem. Dann haben wir Ironblöcke hier. Auch das ist eher Pillepalle dementsprechend. Hier haben wir noch Glas, also damit müssten wir in der Lage sein, eigentlich zack, 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 das hier zu bauen. Und wenn wir jetzt noch Iron Blocks holen und also den Iron Block da drauf schmeißen, dadurch die Plates bekommen, dann müssten wir in der Lage sein, den Holoprojektor zu bauen. So, der Holoprojektor ist dafür da, um Multiblock Structures von Advanced Rocketry vorzubauen, als ein, ja, so ein lichternes Ding. Achso, genau, ganz kurz. Das hier. Goldplatten fehlen noch. Okay, Entschuldigung. Goldplatten habe ich vergessen. Redstone müssen wir noch mitnehmen. Okay. Der Holoprojektor hat die Aufgabe, Multiblock Structures von Advanced Rocketry vorher anzuzeigen, so dass wir sie nachbauen können. An der exakten Stelle, wo wir sie hinhaben wollen, wird der uns die projizieren und dann ist die ganze Sache auch eigentlich schon komplett erklärt. Ist im Endeffekt so ein bisschen das Botania, Lexica Botania für Advanced Rocketry, wenn man das so möchte. Ja, das ist jetzt ein bisschen komisch ausgedrückt, aber das ist es. Wir können euch das mal ganz kurz zeigen. Wenn wir hier Rechtsklick drauf drücken, Shift-Rechtsklick, dann können wir gucken, okay, was gibt es so für Maschinen? Mit Scrollen können wir scrollen. Ich glaube, wir können das aber auch so tracken, genau. Beacon. Aus irgendeinem Grund können wir ein Beacon irgendwo platzieren. Okay, das ist ein anderer Beacon, als den ich kenne. Die Blöcke kann man so... Sind das eigentlich Support-Blocks? Okay, das sind keine Blocks, wo ich draufspringen kann. Das wäre lustig, sonst könnte man damit in die Luft backen und losfliegen. Das wäre cool. Lasst uns das mal mit Shift-Rechtsklick gucken, was wir da als erstes brauchen. Ich glaube, wir werden sowieso nach und nach alles bauen müssen. Also nehmen wir mal zuerst die Cutting-Maschine. Die am besten nicht hier hingestellt wird, sondern am besten hier irgendwo, wo wir sie benutzen können. Nee. Ich hätte sie gern hier hingestellt. Hier hingestellt, so. So, und da sehen wir dann auch, was wir brauchen. Wir brauchen eine Input-Hatch, eine Cutting-Maschine, ein Input-Output-Hatch, eine Power-Source oder Power-Input, ein Saw-Blade-Assembly und einen Motor. Jetzt gibt es Folgendes. Es gibt mehrere Motoren, soweit ich weiß. Es gibt einmal... Oh, das ist interessant. Es gibt einmal diesen Motor, der mit Stahl funktioniert. Es gibt einmal diesen Motor hier, der mit Gold und Stahl funktioniert. Stahl ist aber noch eine Sache, die wir noch nicht haben können. Denn dafür brauchen wir den Electrical Arc Furnace. Der macht Kohle, beziehungsweise Charcoal in dem Fall hier, und Iron zu dem, was wir brauchen. Jetzt das Wichtige. Wir brauchen dafür Heatproof Bricks. Wir brauchen dafür Control Circuits. Dafür brauchen wir Copper Dust, Iron, Plates, Diamanten. Okay. Das sollte eigentlich noch machbar sein. Dann, Moment, jetzt lass uns mal kurz den Arc Furnace, den da. Lass uns das mal, also das war das eine. Dann gucken wir mal kurz den anderen an, was der braucht. Der braucht Gold Dust, haben wir gerade gemacht. Iron und das passt dann auch. Das hier oben braucht ein User Interface, Lime Dye. Okay. Die Heatproof Bricks brauchen Magma Cream und ein bisschen Bricks. Wir haben einen einzigen Slime Ball und damit eine Magma Cream. Wenn wir ein Blaze Powder finden. Oder wenn wir irgendwo ein Blaze Powder haben. Wir könnten eventuell das Glück besitzen, eine Blaze Rod zu haben. Zack. Und damit besitzen wir auch das Glück, dass wir diesen Slime Ball hier zu dem da machen können. Und die Bricks, die ich gesammelt habe, die wir hoffentlich mitgenommen haben. Und ich glaube, das ist eine von den Sachen, die wir nicht aufgesammelt haben. Nein. Okay, das ist aber egal, weil wir müssen sowieso gleich zur Quarry und da ist definitiv noch Clay vorhanden. Dann können wir aber hier gerade mal die Kohle mitnehmen, die wir da haben. Wir gehen darüber und holen uns dann dort ein bisschen was an Zeug. Und zwar in erster Linie brauchen wir, glaube ich, nur Koppererz. Und halt Clay jetzt, den wir mitnehmen können. Aber sonst müssten wir alles andere eigentlich bravi-pavi haben. So, okay, das bedeutet, wir düsen damit jetzt gerade mal weg.
Und dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt haben wir ein zweites Boot vor Anker. Das ist vollkommen legitim. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Hallo Menschen, da ist ein Flocke. Hallo Flocke. Die Flocke möchte was von uns. Und zwar möchte die Copper-Ingots haben. Soweit ich weiß. Genau, die nimmt sich einfach alle. Eins hat sie genommen. Fein. Gern. Oh, ich hab ein Brot gekriegt. Juhu. Tschüss, Flocke. Und wir haben gerade unser Zeug aus der Quarry geholt. Das bedeutet, tschüss Brot. Das bedeutet, wir können hier jetzt unser mit Magma Cremerino ausgestattetes, super mega krasses Riccarino bauen. So, und damit können wir jetzt theoretisch dann auch alles bauen, was wir bauen müssen. Was wir jetzt noch brauchen, sind Cactus Green. Haben wir hier ein paar Bones. Haben wir hier. Das hier zusammencraften ergibt am Ende des Tages Lime Dye. Lime Dye werden wir öfter brauchen können, denn Lime ist auch so, ja, ich weiß nicht, ob ihr das seht an meinem Rücken, aber das ist meine Farbe. Lime Dye ist cool. Naja, gut. Wir haben auch noch jede Menge andere Sachen zu machen. Dementsprechend müssen wir gucken, was wir noch so craften müssen. Iron Plates haben wir dabei, ist kein Problem. Was haben wir noch? Wir haben hier Glassplane, haben wir dabei, ist kein Problem. Das hier braucht eine Goldplate, haben wir dabei, ist kein Problem. Wundervoll. Das bedeutet, wir brauchen im Endeffekt nur die Iron Plates und die Gold Plates, die wir auch hier drin haben. Und die Glass Panes, die wir vorhin gebaut haben. Dankeschön. So, die hier. Dann brauchen wir ein bisschen Redstone in unserer Pfote, ein bisschen Iron, ein bisschen Goldblöcke. Ja, so allgemein die Standardsachen, würde ich sagen. Das da oben ist übrigens Dithium, das, falls ihr euch da schon immer mal gewundert habt, was das wohl ist. Dann brauchen wir noch Diamonds und unsere Jungle Wood Sachen hier mal kurz so radakarabararadadabub. So, dann brauchen wir den Copper Teil, den wir hier haben. Da könnte sogar noch ein bisschen was drin sein eigentlich, aber wir brauchen jetzt den Teil erstmal noch, um einen Teil mehr craften zu können. Das bedeutet, wir schmeißen hier jetzt coppertechnisch einfach mal das da die ganze Zeit rein. Ui, das war nicht geplant, gemein. Und durch. Alles fein, 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 fein. So. Unsere Glowstones fehlen noch. Da sind Glowstones. Wunderbar. Das bedeutet, die jetzt noch da reingepfeffert. Okay, fein. So muss das sein. Oh, hat er das jetzt drunter geschmissen? Nee, hat er nicht. Sehr feines Gedöns. Hier irgendwo war noch was drin, genau da. Und da können wir jetzt mal ganz kurz euch reinpacken. Und zwar die Nether Regarinos. Die können wir hier zu dem Zeug brennen, das wir brauchen werden. Und zwar zu den Nether Bricks hier, die wir kennen. Ne? Dann brauchen wir ein Copperino Ingotto. Ingotto, by the way. Ingotto ist ein toller Name. So, davon brauchen wir noch drei weitere. Und dann können wir unseren Arc Furnace bauen. Der Arc Furnace ist aber eine Multiblock-Structure, wenn ich mich nicht hundertprozentig täusche. Das bedeutet im Endeffekt, wir müssen sowieso erstmal gucken, wie man diesen netten kleinen Freund hier, denn am Ende des Tages Electric Arc Furnace, montiert. Und ich glaube, das ist sogar eine relativ große Struktur. Ja. Mit Shift-Rechtsklick, beziehungsweise Shift-Scrollen sieht man das. Ich bin aller guter Dinge, dass das hier definitiv schief geht mit den momentan zur Verfügung stehenden Ressourcen. Da brauchen wir auf jeden Fall viel, viel mehr Slime für. Und das ist ein Problem, denn wir haben keine Slimes. Aber vielleicht gibt es ja irgendjemanden, der uns bei Slime-Problemen aushelfen kann. Wer weiß. Das könnte schon sein. So, hier müssen unsere Sachen jetzt drin sein. Hier müsste jetzt theoretisch der Arc Furnace gebaut werden können. So, den haben wir dann hier jetzt mal gerade dran stehen. Sehr, sehr fein, so wie sich das gehört. Wir haben insgesamt viel zu wenig von den Bricks, so wie es aussieht. Denn wenn man sich das hier anguckt, der hier funktioniert alleine nicht. Wir brauchen wirklich unseren Electrical Arc Furnace dafür. Der aber, milde gesagt jetzt mal, wirklich massiv wird. Also, wenn wir den jetzt so hier versuchen aufzubauen, der wird ja riesig. Also guckt euch alleine mal hier dieses Heatproof Bricks, was wir dafür brauchen. Heatproof Brick. Heatproof Brick. All das hier brauchen wir noch viel, viel mehr. Das bedeutet, wir brauchen gleich eine komplette Layer daraus. Die haben wir jetzt schon fertig.
Ich denke mal, hier wird auch ein Heatproof Brick hin müssen. Wir müssen also irgendwie eine Möglichkeit finden, Slime zu erstellen. Und Slime Balls können wir nicht anders erstellen. Soweit ich das weiß, müssen wir die wirklich suchen. Und Magma Slime wird wahrscheinlich auch kein Rezept haben, das wir einfach so verwenden können. Nee, hat es leider nicht. Das bedeutet, dass wir in einem gewissen Problem sitzen gerade. Denn auch wenn wir das ganze Zeug hier theoretisch dafür da hätten, können wir gerade nichts machen, was uns weiterhelfen würde, um das Ding weiterbauen zu können. Übrigens, das hier ist Knockback 10. Ich mag Knockback 10. Und ich hätte ganz gerne 4 Level. Deswegen können wir mal die Sachen einsammeln und ein bisschen Monster klatschen. Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, wie wir zu anderen Dingen kommen, also zu anderen Items kommen, wäre, dass wir in der Farmwelt so lange in eine Richtung schwimmen, bis wir einen Sumpf finden und wir den Sumpf dann am Ende des Tages verwenden, um da ein paar Slimies rauszusuchen. Das wäre das Einzige, was mir jetzt einfällt, was uns theoretisch helfen kann. Ich mag das Knockback von diesem Schwert und ich mag auch den Schaden von diesem Schwert sehr, sehr gerne. Also der Schaden ist wirklich toll. 2 Two-Hitten wir einfach alles und jeden und die Spinny muss fliegen und die Spinny muss fliegen. Oh, theoretisch können wir mit dem Creeper jetzt Sachen abreißen. Oh, die Spinny. Oh, das war wegen Smite, machen wir so viel Schaden an Untoten. Wir machen allgemein nicht so viel Schaden. Okay. Nicht, dass wir das verwechseln. Das wäre jetzt sehr, sehr schlecht. So, aber was wir machen können, ist jetzt da vorne mal ein bisschen Sugarcanes abbauen und eventuell nochmal im Dorf nachschauen, wie das Ganze funktioniert. Aber das ist eine Sache, die wir uns für eine andere Folge aufheben müssen. Durch den Tod vorhin nach der Farming-Tour und die Zeit, die teilweise dadurch verloren gegangen ist, haben wir leider keine Zeit mehr für mehr in dieser heutigen Folge. Ich hoffe sehr, dass euch trotzdem die Folge gefallen hat. Ich hoffe sehr, dass wir uns spätestens beim nächsten Mal wiedersehen. Wir können jetzt noch ganz kurz unsere Elytra reparieren, einfach damit ihr seht, wie das funktioniert. Und danach machen wir Feierabend für den heutigen Tag. Einmal Elytra, also unseren Wingsuit und einmal Leather. Das hier hinstellen. 4 kostet das Ganze. 4 Leder hat uns das auch gekostet. Das Leder wieder rein, Elytra wieder an. Und die ganze Sache ist erst einmal geregelt. So, die Heat Bricks und sowas können wir gerade gar nicht mehr anders machen. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr Gunpowder haben. Deswegen sortieren wir mal gerade unsere Kisten. Da ist ein kompletter Stack Gunpowder. Guck mal, wir nehmen nur den 10er hier. Das müsste eigentlich alles locker problemlos funktionieren können, was wir jetzt gerade haben. Wir gehen noch ein bisschen looten, wahrscheinlich offscreen oder eventuell irgendwie in einem Stream, aber ich glaube eher offscreen. Und dann sehen wir uns spätestens beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, feine Katze Fischis. Tschüss, Menschen!